So, wir gucken uns jetzt eine Haustour an. Und zwar eine XXL-Haustour 2022. Ich zeige euch mein fertiges Haus Gamer Brother. Ich verfolge Gamer Brother gar nicht. Ich habe auf jeden Fall aber schon mal gesehen, wie sein Gaming Room aussieht. Oder aussah. Ist jetzt auch schon ein Jahr her. Und deshalb gucken wir uns heute sein Haus an. Geht auch, by the way, ganze 29 Minuten. Krass. Ich bin echt gespannt. Moiners, herzlich willkommen zu meiner Haustour. Ihr habt es euch länger gewünscht. Man muss Haustouren, Wohnungstouren immer so komisch beginnen. Deshalb kommt rein. Ja, ich habe mir echt lange Zeit gelassen für das Video. Ich glaube, so anderthalb Jahre wohne ich jetzt schon hier. Es war aber irgendwie nie alles so fertig, dass ich irgendwie immer noch nicht so zufrieden war. Jetzt sind wir eigentlich fertig. Ich hoffe, euch gefällt das. Lasst ein Like da. Könnt ihr auch mal gerne reinschreiben, welches Zimmer gefällt euch am besten, was ist euer Highlight, was würdet ihr ändern und so weiter und so fort. Ich glaube, ich werde jetzt zwar erstmal nichts mehr ändern, weil ich irgendwie seit anderthalb Jahren immer wieder jedes Zimmer nochmal umgekrempelt habe. Aber ja, ich wohne seit anderthalb Jahren hier. Starten rein. Das ist mein Eingangsbereich. Ist nichts Besonderes. Hier ist so eine Kommode. Ich würde gerne mal wissen, ob er das Haus gekauft hat oder. Ich weiß, dass Gamer Brother auf jeden Fall ganz gut was verdient. Und deswegen würde ich ihm natürlich gönnen, wenn er das Haus gekauft hat. Aber ja, ich bezweifle es. Also ich weiß nicht, wie riesig das Haus ist. Bevor man aus dem Haus rausgeht, ist auch immer wichtig und richtig. Ja, grüß übrigens an Hagen hinter der Kamera. Moin, Macher, der von der Türgeschichte, man kennt ihn. Der von der 500k-Party, der mir den Headshot bei der 1-Million-Party gegeben hat. Man kennt ihn, Freunde, Legende. Da ist er. Ja. Ey, die Videoqualität fuckt mich schon brutal ab, muss ich zugeben. Ist halt mit dem iPhone gefilmt oder so. Oder halt mit Handy. Ja, dann haben wir hier noch ein schönes Bild. Fand ich eigentlich ganz cool. Also es ist jetzt auch keine krasse Kunst oder so. Das hat 30 € gekostet bei Amazon oder so. Sieht Keine aber Ahnung. wild aus. Ich habe cooles Bild eingegeben oder so bei Amazon. Aber ja, fand ich ganz nice hier für den Eingangsbereich. Ansonsten hängen hier noch so ein paar Jacken. Hier ist ein Gästeklo. Ich glaube, keine Ahnung, muss ich euch das zeigen. Wen interessiert ein Gästeklo? Mal ganz ehrlich. Da ist halt ein Pott drin. Finn legt hier wirklich in Rekordtempo und in Rekordanzahl immer mal wieder ein Ei rein. Das ist Wahnsinn. Jeder, der Finn kennt, kannst du es bestätigen? Wenn Finn bei dir ist, geht er krank. Ach, immer. Er macht immer alles voll. Ja, Eingangsbereich. Hier ist noch so eine Kommode drin. Keine Ahnung, ist unaufgeräumt. Mache ich gar nicht erst auf. Da sind immer so Schlüssel und so drin. Und dann drehen wir uns einmal. Danke, dass das Video so gebalanced ist vom Sound. Wie laut einfach. Und da sind wir in meinem Wohnzimmer. Ich glaube, das habe ich euch auch mal direkt am Anfang, glaube ich, gezeigt. Relativ simpel. Einen schönen großen Esstisch drin. Blümchen immer wichtig. Weiß man, woher der, also wo der wohnt? In welcher Stadt? Aus Berlin oder so? Irgendwie kommt der mir ein bisschen rüber wie ein Berliner. Auch wenn die schon fast eingehen. Dann habe ich hier ein geiles Highlight. So Samt, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall diese geilen blauen Samtbezug. Klobstühle. Die hat mir der Timau von den Teases empfohlen. Die sind anders krass. Die sind wirklich richtig geil. Also die machen auf jeden Fall gut was her. Ich habe sonst auch relativ viel in Weiß, deshalb dachte ich mir mal, so einen kleinen Farbakzent. Ja, dann hier links offene Küche. Finde ich persönlich eigentlich auch mal ganz cool. Wir machen einmal Licht an. Ich habe überall diese Lichtspots noch drin. Ja, hier wurde eben Bruder Sam noch einmal verewigt. Ich habe so eine, ja, relativ moderne Küche. Ich habe da wirklich ich hab keine Ahnung von Küchen. Was soll ich euch erzählen? Das ist halt irgendwie so eine Anthrazit-Arbeitsplatte, hier ist alles, was ich brauche. Das soll ich euch erzählen. Ich habe irgendwie. Das ist verrückt, das ist verrückt, das kann ich nicht. Und zwar, ich habe einfach keine Abzugshaube, ne? Guck mal, wenn ich das hier anmache und hier was koche, dann zieht er das einfach hier rein. Das ist wild. Ist es wild oder ist es wild? Das ist sehr wild. Ich finde es wild. Sowas ist absolut nice. Ich check nur seine Küche noch nicht. Oh, was sehe ich denn da hinten? Jägermeister.
und Freeway Cola. Ich check noch nicht so ganz seine Kücheninsel. Weil der kann wohl dahinter laufen, hintergehen, aber irgendwie nicht hinten vorbei. Schwierig. Ich Überbild. Ja. Dann habe ich hier noch so ein iPad. Immer wenn ich mal koche, was nicht so häufig vorkommt, dann kann ich mir hier nebenbei noch irgendwas reinziehen. Großer amerikanischer Side-by-Side-Kühlschrank. Auch sehr geil. Mit Ice Crusher, Kaffeemaschine. Die du Ofen. Nie benutzt. Kaffeemaschine. Ja, da möchte ich aber wirklich, möchte ich mich zu rechtfertigen. Weil, viele werden das fühlen, ohne Witz. Der Keiner. Kaffee da drin, halt einmal, der Kaffee da drin hat 2 Wochen geil geschmeckt, danach war er scheiße. Ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung, aber der Kaffee schmeckt da drin wirklich scheiße, ich benutze es wirklich nicht. Der hat einfach eine Kaffeemaschine und geht trotzdem zum Bäcker und holt sich jeden Tag. Also ich bin kein Kaffeetrinker, aber wie kann ein Kaffee auf einmal scheiße schmecken? Kaffee, ja, zwei. Lass nicht drüber Gerüchte, reden. Gerüchte. Das ist noch ganz geil. Hier an der Seite, da muss ich zugegebenermaßen nicht so häufig, aber hier ist noch so eine Sitzecke. Okay, ich verstehe. Ich dachte, er könnte dahinter gehen. Okay, okay, okay. Da kann man sich noch so morgens hinchillen zum Frühstücken. Aber keine Ahnung. Der Fall also sieht cool aus, so, aber ich bin ehrlich, sitze eigentlich immer am richtig großen Tisch. Dann gehen wir mal ins Wohnzimmer. Ich finde es geil. Ich habe eine offene Küche. Das fühle ich persönlich extrem. Hier ist noch mein Wohnzimmer. Ja, eine schöne große Couch, wo man sich hinschillen kann. Kissen, sehr geil. In verschiedensten Farben, damit man auch immer geil liegt. Ja, einfach so ein Couch. Ich finde das Sofa, finde ich sehr wild, muss ich zugeben. Aber ich feiere es mehr, wenn ich, es sieht zumindest so aus, dass auf der einen Seite vom Sofa das nicht so lang ist, dass man sich so drauflegen kann, komplett. Ich feier's, wenn du so 2 Seiten hast, wo du dich einfach draufwerfen kannst und einfach auch mal pennen kannst oder so. Sowas feier ich. Couchtisch, wo immer die Fernbedienungen drauf liegen. Hier übrigens könnt ihr sehr gerne abchecken, mein Partner Display. Habe ich noch 3 Musiker verewigt, die ich auf jeden Fall feier. Da kommt aber noch was Neues hin. Ich feier den Tisch, den er hat dazu. Der passt richtig gut. Und zwar. Und natürlich die Displays auch mega nice. Ich finde auf jeden Fall, es passt gut rein. Und ich finde, das ist auch gut genutzt, der Platz. Weil du hast da oben halt eine riesen Front. Da passen die 3 Displays halt schon baba rein, ne? Sind das hinten so Lautsprecher für Stereoanlage? Wahrscheinlich, oder? Den Kollegen vielleicht. Das war ein Alibir, der macht so richtig geile Bilder. Der hat auch eins für Eli gemacht. Können vielleicht mal abchecken. Ich verlinke mal sein Instagram, der wird jetzt demnächst eins für mich machen. Da kommt dann so ein richtig geiles, dickes Naturbild hin. Ich muss sagen, ich will so ein Savannenbild mit einem Löwen oder so haben. Stelle ich mir richtig geil vor. Dann ist es tatsächlich mal ausnahmsweise ein Raum, wo keine Displays mehr drin sind. Weil in allen anderen Räumen sind hier Displays drin. Da habe ich hier noch vor Kopf so ein kleines Bild aus New York. Übrigens kriegt er von mir einen Tipp. Weil ich bin New York, ich könnte einen Travel Guide machen. Wenn ihr mal nach New York fliegt, dieser View ist es nämlich. Ihr habt hier einmal das Empire State Building und da hinten das One World Trade Center, das neue. Und viele Leute machen den Fehler, die gehen aufs Empire State Building drauf, kostet arschviel Geld, dann sehen ihr drauf, sehen das Empire State Building gar nicht. Ihr müsst den Fuchsmove machen, ihr geht aufs Rockefeller Center, weil das hier ist der View vom Rockefeller Center, dann seht ihr das Empire State Building und das One World Trade Center. Das ist der Plan. Ja, ist so ein weißes einfach vom Immobilienmakler zum Guide. Wild. Slowboard finde ich eigentlich ganz geil. Die sind, glaube ich, von, was ist das, Spektral. Ich finde, die sehen ganz sexy aus. Philips Hue muss. Ich habe, glaube ich, überall Philips Hue. Ich habe das hier immer noch so ein bisschen hinterbeleuchtet. Man kann das auch ändern. Moment. So, hier zum Beispiel können wir das jetzt in diesen Nordlichtern machen. Also das habe ich eigentlich immer... Ey, Philips Hue, funktioniert das auch mit... Ist nicht Ambilight auch von Philips? Es wäre... Geht... kann man das kombinieren irgendwie? Weil ich würde bei dem Setup so Ambilight, so Art Ambilight, asozial fühlen. Ich liebe Ambilight, aber es ist so teuer. Also zum Fernsehen gucken, das finde ich auch ganz geil. Man kann es auch mit Fernseher dann synchronisieren, aber... Wenn ich jetzt alleine bin zu Hause. Okay, er kann es beim Fernseher synchronisieren. Hat's erklärt. So, dann habe ich es eigentlich immer in so einem normalen weißen Look. Das ist übrigens ein
Freundengröße. Lass mich so Kinder. Braucht man. Ja. Braucht man, ja, ey. Das ist, wie viele Meter sind das? Abstand zur Couch? 2,5. 3 Meter? Ja, 3. So, und dann braucht man einen großen Fernseher, damit man hier auch. Ja, Mann. Fühle ich die Aussage. Fühle ich. Aber der ist halt schon gigantisch, ne? Damit ich auch gut was sehen kann, so, ne? Ja. Wollen wir den Garten machen? Können wir machen. Ja, komm. Dann machen wir mal den Garten. Hier. Bam, bam. Frisch neu. Machen wir mal Licht an. Und dann. Uff, sieht sehr geil aus. Oh nein, es kommt wieder laute Musik. Gehen wir rein in den Garten. Der ist jetzt auch letztens erst fertig geworden. Safe für euch. Da ist noch ein Fernseher. Sieht übel wild aus, warum man draußen Fernseher braucht, keine Ahnung. Aber was ich direkt gesehen habe, wenn man jetzt gleich straight up rausguckt, aus der Tür, wo der steht, dann sieht man einfach einen Balkon. Wenn da einfach der Nachbar auf diesem Balkon dann chillt, der kann einfach gefühlt bei dir im Garten sitzen. Und trotzdem, ich fühle das mit dem Jacuzzi. Und mit dieser Feuerstelle und dem Grillbereich, übel. Das ist aber noch aktuell die Plane drauf, weil hier ist so ein ganz kleines Stück, meine Nachbarn haben auch eine Überdachung. Und da ist so ein ganz kleines Stück, wo es reinregnen könnte. Deshalb mache ich hier immer lieber nochmal die Plane drauf, aber ansonsten mies chillig. Hier oben, da. Wenn der da drauf chillt, der Nachbar, fände ich sau unchillig. Im Sommer, wenn es ein bisschen wärmer ist. Letztes Jahr immer Europameisterschaft geguckt, war sehr, sehr nice. Dann haben wir hier noch einen Esstisch. Ich hatte ja ursprünglich mal die Überdachung, glaube ich, nur bis hier. Hab die jetzt aber noch weiter durchgezogen. Hier ist jetzt auch alles überdacht. Grill, Schrank, wo die ganzen Gartensachen drin sind. Dann das hier, muss ich ehrlich sagen, finde ich, hat übertriebensten Flair. Uff, sehr nice. Ich hätte es aber auch gefeiert, hätte er die komplette Front hier bis zum Zaun hinter in so einem Style gemacht, so wie so eine Bar. Wo du dann auch dein Grillzeug drauflegen kannst und so. Sehr geil aus. Weil, hier ist das Holz drin für die Feuerstelle hinten. Ich finde, das hat irgendwie so einen sehr coolen Vibe. Ansonsten seht ihr hier der Garten. Ich hatte ja auch mal ein explizites Video drüber gemacht. Generell gilt es, glaube ich, fast für alle Räume. Ich versuche euch den mal zu verlinken. Kann sein, dass ich es vergesse, aber ich habe eigentlich zu jedem Raum, zum Garten und so, da gibt es überall nochmal so dedizierte Videos drüber. Aber ja, alles wunderschön beleuchtet. Links hinten, komm mal mit, ich nehme euch mal mit hier. Hier links haben wir noch diese geilen Glaselemente, die cool beleuchtet sind. Das muss ich sagen, fühle ich nicht mit dem Glas. Ich verstehe einfach den Sinn nicht. Stelle. Die zeige ich euch aber auch gleich nochmal in Action, weil wir werden jetzt heute auch nochmal den Abend hier chillen, gehen gleich noch in die Sauna, machen noch ein, zwei Runden im Pool und machen dann das Ding hier an. Dann natürlich das Highlight hier unterm Sonnensegel, mies chillig geworden. Natürlich auch wieder Philips Jubeleuchtung, man kennt's. Ich wollte jetzt nicht den ganzen Garten so rot, blau, grün gestreift haben, aber so ein bisschen hier den Pool in Szene setzen. Das sieht mies geil aus, wenn es so den Bambus anstrahlt. Ihr seht auch schon, der ist jetzt auch fast zugewachsen. Also das ist der Plan, dass er halt noch so ein bisschen höher wächst, dass es halt genau unter das Sonnensegel halt wächst. Dass da noch die Ecken. Sehr geil. Machen wir hier die Plane mal hoch, dann seht ihr aber dann gleich nochmal in Action. Schön im Winter. Finde ich Whirlpool tatsächlich eigentlich noch geiler als im Sommer, weil man da halt einfach den Vorteil hat, dass man den halt richtig geil heizen kann. Und das kommt, wenn draußen die Luft kühl ist, richtig, richtig chillig. Was kommt so geil. Boah, es sieht so wild aus. Ich war noch fast noch nie, also ich glaube, ich war einmal im Jacuzzi oder so, what the fuck. Ich habe so Bock da drauf. Ich würde sagen, dann gehen. Hat der jetzt so ein Schaltterminal für sein Haus? Das fehlt. Gehen wir erstmal eine Etage hoch und ja, also komm mal mit, ich habe hier nichts Besonderes. Das ist halt einfach so eine Treppe,
Hier übrigens, meine Mutter kann richtig, richtig gut malen. Und die hat mir hier auch so zwei, drei Bilder gemacht fürs Treppenhaus. Wenn wir mal einen höher gehen, zack, zack, ins erste Obergeschoss. Wichtig und richtig, erstmal Video klingeln. Falls mich irgendwer abfangen will, dann kann ich ihnen hier einfach so eine Donut-Wall geben. So ein geiles Gefühl, wenn hier irgendein Wichser klingelt, der kriegt so eine Donut-Wall von mir. Ich mache einfach, dann guckt er da richtig behindert. Ich mache die Klingel aus und dann guckt er da wie ein Haufen Scheiße. Mies cool. Wieder ein Bild von meiner Mom, nice. Alter, sehr nice gezeichnet. Und das mit der Video-Dings ist nice. Ja, Flur halt, ne? Was soll ich euch erzählen? Das ist halt ein Flur. Hier ist so, bin ich ehrlich zu euch, der unnötigste Raum vom ganzen Haus. Das ist einfach so ein kleines Ankleide-slash-Abstellzimmer. Hier steht so ein bisschen Scheiße rum. Stehen so ein paar Klamotten. Ich habe hier noch einen großen zweiten Kleiderschrank mit einem richtig großen Spiegel. Damit man halt auch, also ich ziehe mich meistens hier drin an, damit ich halt immer so gucken kann, wie ich gerade aussehe. Kann man damit in den Stream gehen? Ja, nein. Aber ja, ist jetzt nichts besonders Cooles. Mein Haus zur. Hast du gerade auf die Latschen gefilmt? Digga, was soll ich machen? Das ist Andy. Das ist Andy. Die geilen TNO-Schlappen. Die sind so cool. Und Andy, der kleine Wicht, Mann. Aber ja, ich lasse hier immer die Tür offen. Und dadurch, dass mein Haus Südseite ist, kommt dann immer hier geil, wenn ich aufstehe, morgens richtig schön das Licht rein. Nice. Ja, kommen wir hier zu dem. Aber die Treppe geht einfach noch höher. Man denkt, das ist einfach ein dreistöckiges Haus, Alter. Maschallah. Ich glaube, den habe ich euch mal so halb gezeigt. Das ist so ein kleiner zweiter Arbeitsraum. Wenn du dich einmal drehst, schau mal hier. Das ist übrigens das ganz alte Regal. Das haben wir doch mal abgeräumt, ne? Genau, was mal ganz früher bei mir in den, im Stream-Hintergrund war. Und als Han und ich mal meinen Geburtstag gefeiert haben, habe ich den mal besoffen um 4 Uhr morgens abgeholt. Mein Vater war mies sauer. Es war 6. Ja, kann auch 6 Uhr gewesen sein. Ja, ansonsten hier noch so 2-3 Kommoden. Hier habe ich noch meinen alten PC, 2 Monitore. Hier mache ich immer so Steuerkram, organisatorische Sachen, wenn ich Meetings habe und so. Wird ja auch immer alles mittlerweile mehr, was man so im Hintergrund organisieren muss. Das mache ich dann lieber hier, weil... Ey, die Displays oder diese Bilder da... Das sind ja keine Displays, aber diese Bilder da im Hintergrund, sehr geil. Das gefällt mir richtig gut. Winter is coming. Stark. Ich will nicht den ganzen Tag im Keller chillen, bin ich ehrlich. Und ja, ansonsten nichts Besonderes, aber hier wird gearbeitet. Auch gut, dass er auf dem ersten Weg links die Scheiße blurrt und jetzt nicht. Freunde. Okay. Tja, den links. Und wenn ich mal ein Video schneide, mache ich das auch hier. Das mache ich auch nicht im Keller. Dann hätten wir jetzt hier eigentlich noch mein Schlafzimmer, ist aber nicht aufgeräumt und irgendwie fühle ich es nicht so, euch mein Schlafzimmer zu zeigen. Kann man das? Kommen wir noch zu meinem Badezimmer. Ist jetzt auch nicht riesig groß. Joke. Ist jetzt auch nicht. Das Bad gefällt mir aber echt gut. Riesig groß, aber reicht. Coole Fliesen, finde ich. Dann hier noch eine schöne Regendusche. Ansonsten Klo kann man immer gut einlegen. Schönen Spiegel. Ja, kann man machen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang, ich weiß nicht, wie ihr das seht, am Anfang dachte ich mir so, als ich hier eingezogen bin, fuck, ein größeres Bad wäre es vielleicht auch gewesen. Ganz ehrlich, also ich wohne jetzt 1,5 Jahre hier. Ich habe noch nie mehr irgendwie gedacht, ich brauche ein größeres Bad. Also Badewanne so ab und zu mal, ansonsten Dusche und keine Ahnung, ich wollte nicht riesig viel Platz. Ich sag euch, wenn ich irgendwann mal ausziehe, außer es ist eine Badewanne drin, ich werde mir keine Badewanne reinsetzen. Ich finde Badewanne so ein unfassbarer Waste. Also für mich, ich werde niemals... Ich finde Baden einfach nicht nice. Ich gehe duschen oder gehe schwimmen oder so, wenn ich länger im Wasser bleiben will. Platz. Ansonsten stehen jetzt hier noch so ein paar Sachen rum. Ich habe hier das Geile ist, ich habe hier Fußbodenheizung. Das ist mies cool, wenn du aus der Dusche rauskommst. Straight up hier drauf, Fußbodenheizung. Freunde, das ist es. Kann ich appreciaten. Wir haben auch bei uns Fußbodenheizung im Bad. Es ist geil. Einfach nur geil. Dann haben wir hier noch ist noch so eine Handtuchheizung, das glaube ich. Mhm. Das ist eigentlich auch ganz cool. Hier stehen noch so Cremes rum, Parfüm, all so Zeug. Wir gehen hoch. Das nächste coolere Zimmer. So, dann nächster Flur oder so. Hier steht so eine Alibi-Kunstpflanze. Nice. Wie scheiße sieht das eigentlich aus? Best Entertainment in Town.
Cinema, ja, weiß nicht, war damals so eine Idee. Aber dafür ist das Zimmer wirklich cool. Let's go, mein Heimkinoraum. Warum macht er auch immer die Sound so laut, Alter? Dein Heimkinoraum. Aufnahmen 1080p. Mit, also ich muss sagen, ich feiere es, Filme zu gucken. Ich feiere Filme, aber ich habe kaum Zeit dazu. Und ich finde so selten richtig gute Filme, die mich richtig abholen. Richtig belastend. Ich war FIFA 9, FIFA 10. Keine 100er. Der auch schon ein paar Mal in Action gesehen. Ich mache euch mal kurz noch ein bisschen Licht an. Zack, zack, Fernseher, bam, startet alles. Dicker Beamer, mittlerweile auch eine neue Couch. Schön alles wieder Philips Hue beleuchtet. Gibt es auch übrigens ein extra Video zu was. Ich glaube, es gibt fast zu jedem Raum ein extra Video, wo dann vielleicht noch so ein, zwei Sachen anders sind, aber die meisten Sachen sollten eigentlich noch so stimmen. Ich feiere es halt mit dem, wie er es mit der Dachschräge gemacht hat. Ist einfach smart. Ja, diese Shisha-Tische, den habe ich noch einmal im Gaming-Keller. Der ist eigentlich ganz nice. Ich feiere es nicht so, wenn die Pfeifen immer so übel präsent im Raum stehen. Das finde ich dann eigentlich hier ganz entspannt. Die Couch ist richtig entspannt. Also hier kann man sich wirklich drauf flitzen. Und auch immer, wenn Leute bei mir zu Gast sind, dann pennen die tatsächlich auch auf dieser Couch. Und ich habe echt nur bis jetzt Gutes von dieser Couch gehört, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß nicht, läuft hier irgendwas? Oh, ich lieb's da. Bundesliga. Ey, geil, war sogar gerade ein Tor von Schalke. Let's go. War sogar gerade ein Tor von Schalke, nice. Aber ihr seht, also das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, einer meiner Lieblingsräume hier. Also hier chill ich eigentlich am meisten mit meinen Kollegen zum Fußball gucken. Wenn ich selber meine Serien gucke und so, mache ich eigentlich meistens immer hier. Das ist entspannend. Ich find's auch gut, wie sich hier hinten unter der Leinwand die Bierkästen stapeln. An. Dann gibt es hier den legendären Kinosessel. Freunde, der ist es. Links und rechts habt ihr die Möglichkeit, ein Getränk einzumachen. Und dann kommt der hier. Deine Armut kotzt mich an. Der ist es. Der ist es. Oh, ich liebe diesen Stuhl. Der ist es, Freunde. Dieser Stuhl ist es einfach. Der ist so cool. Kann man natürlich auch alles wieder zurückstellen. Dauert ein bisschen. Ja, dann haben wir hier hinten noch einen kleinen Kicker. Gibt's auch noch hinten Licht, aber lasse ich jetzt mal aus. Ja, wird auch ab und zu mal benutzt. Soll schon das ein oder andere Trinkspiel dran ausgefochten worden sein. Habe ich gehört. Überall Displays, finde ich passend. Nein. Ich komme gleich wieder. Mein Red Bull ist umgekippt. Gott, wir tun einfach so, als wäre nichts passiert. Passt hier mega geil rein. Ich habe hier überall so Film, also alte Filmplakate genommen oder halt so Serienplakate, Vikings, Stranger Things haben wir noch, Back to the Future, Game of Thrones, da hinten relativ präsent, die alten Star Wars Movie Poster, darunter habe ich so Schallschutz, ich finde, das ist mir mittlerweile eigentlich auch ganz gut gelungen, weil am Anfang, muss man dazu sagen, hat sie richtig gehalten, weil das ja hier Dachboden ist und die Decken sehr hoch sind und jetzt, ich habe da ein paar von hingemacht, ich finde, es sieht ja auch eigentlich echt cool aus, wenn man die quasi so zwischen den Displays hat. Wenn man jetzt mal klatscht, also das halt eigentlich fast gar nicht mehr, auch wenn der Sound an ist. Ja, die Boxen hier, da hat mir damals die Heimkinoraum Mannheim Firma netterweise hier das alles eingerichtet. Das ist auch alles schön unter Putz gelegt mit den Kabeln. Also der Beamer ist hier mit dem Lowboard da unten verbunden. Das mache ich jetzt nicht auf, weil das ist übel unaufgeräumt. Aber da ist dann noch ein Receiver drin, Soundanlage, Playstation, Switch. Alles, was man braucht, um einen entspannten Abend zu haben. Was auch noch mies geil ist, Freunde. Philips Hue, man kennt ihn.
Aber ich habe diese ganzen Lichter hier. Da gibt es so eine Syncbox, damit kann man das verbinden. Das mache ich euch mal an. Und dann zeige ich euch auch mal den Sound. Das ist wirklich mies geil, wenn man darauf einen Film schaut oder so. So, ihr seht jetzt hier das normale PS5-Interface. Dann geht man auf Synchronisieren. Und das ist echt nice. Jetzt gerade kommt es nicht so rüber, aber dann passt sich quasi die ganzen Leuchten in dem Raum, außer die Rückleuchten von der Couch, die passen sich alle dem an, was halt hier gerade quasi auf der Leinwand passiert. Und das ist so geil. Soundanlage ist auf jeden Fall richtig nice. Ich habe leider keine Ahnung davon, was es ist, aber das ist dieses Surround 5.1, 7.1, keine Ahnung. 7.1. Hausboxen sind das. Ah, das habe ich besucht. Das könnt ihr übrigens auch mal hier schauen. Ich habe da oben noch zwei Boxen. Dann habe ich da hinten noch eine Box. Und ich glaube, da ganz hinten noch eine. Dann halt hier vorne die beiden, den Subwoofer und den Center. Also könnt ihr euch auch, sind 7.1, glaube ich. Mhm. Ja, also ist auf jeden Fall mies geil. Und ihr habt es ja auch gesehen. Also hier Serien und Filme zu gucken mit dieser Lichtsteuerung, das ist es. Da habe ich hier noch ein dickes Regal, wo Film und Spiele und so drin sind. Also mittlerweile hat man ja eigentlich fast alles digital, aber ich finde es eigentlich immer noch ganz cool, wenn man auch so ein paar Sachen in der Hand hat. Ich finde so vor allem so Regale kommen immer chillig. Hier ist so relativ tote Ecke da hinten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, was ich da hätte hinmachen sollen. Da stehen jetzt noch so alte Pfeifen und ein paar Sachen. Hier sind wieder Filmplakate, Schallschutz. Hier ist noch so mein altes Slowboard aus meinem alten Kinderzimmer. Da stand früher mein Fernseher drauf. Und das darf natürlich auch nicht fehlen, wenn ihr heute zu Gast seid. Ob man mal einen coolen Abend hat. Hier ist Getränkemarkt Broski. Alles, was das Herz begehrt. Alle Cola, Fanta, Sprite und Biersorten könnt ihr hier finden. Shisha-Table ist natürlich auch am Start. Und der Kühlschrank muss natürlich auch sein. Da. Ja, guck, Freunde, da habt ihr auf jeden Fall keine. Und das ist sehr nice. So, und ja, wir haben hier so eine kleine Kommode geholt. Da hast du überall Shisha-Stuff drin. By the way, ne? Ich krieg so häufig in Streams die Kommentare von irgendwelchen Pisskillern. Ah, du hast Wichstücher auf deinem Schreibtisch. Ah, deswegen Pfeife, Mann. Ich hab die hier überall wegen Shisha. Weil ich da immer, ne? Das als Unterlage benutze. Übrigens, kleiner Pro-Tipp. An die Pfeifen-Dudes unter euch. Nehmt das als Unterlage. Voll cool. Ihr habt nirgendwo mehr diese ganzen Tabakreststücke. Das ist übrigens geil. Weil da auch immer welche fragen. Also ich habe von Shisha, Tabak und wie man einen Kopf baut und so. Meine Knowledge besteht nur aus das, was Teasy und Steini macht. Und aktuell Shades Quickie, das ist so ein Kiwi-Tabak. Und Savu Green Beer. Das brauche ich aktuell nur. Werde ich jetzt noch so 2 Monate geil finden und dann hängt es mir zu den Ohren raus. Willkommen in meinem Konsumverhalten. Wir gehen in den Keller. Machen wir's. Oh, Kettler ist jetzt, soweit ich weiß, Gaming Room. Nice. Okay, hier nur noch der Keller. Könnte das Highlight sein eigentlich. Also finde ich persönlich auch ganz cool. Das ist auch mein Gaming-Keller. Bisher muss ich sagen, Wohnzimmer, Küche mit Garten, so dieser Garten-Essbereich, das Geilste bisher. Also, solltet ihr kennen, kommt mit. Letzte Etage, ab geht's. Ja, hier ist eigentlich nochmal so ein kleiner Flur, keine Ahnung. Hier stehen noch so ein bisschen Getränke, Staubsauger, Mülleimer. Hier ist noch so ein alter Zeitungsbericht von mir. Übrigens ein cooler Artikel gewesen, ich weiß gar nicht mehr. Niklas Brühl, Zuschauer von mir, hat den damals geschrieben. Ehrenmann auf jeden Fall. Kuss, auch schon wieder knapp 1,5 Jahre her. Da seht ihr auch noch, wie anders mein Gamingzimmer damals aussah. Weil das war so 2 Wochen, nachdem ich eingezogen bin. Dann haben wir hier noch neu gekoppt das R9 unterschriebene Trikot. Ich habe leider noch keinen Platz dafür gefunden. Das ist so eine Schande eigentlich. Ich muss mal gucken, wo das dann am Ende hinkommt. In meinem Sieht wild aus. Ich bin ich bin ja nicht so Fußball begeistert. Aber trotzdem ist eine geile Sache, wenn du für Fußball dich halt begeisterst. Gamingzimmer. Aktuell leider kein Platz. Ich würde sagen, das Gaming-Zimmer machen wir auch mal. Da ist gerade der Haken schon drin. Komm mal mit rein. Ich glaube, hier muss ich euch nicht viel erklären. Haken dreht gerade schon die Runden im Simulator und versucht auf jeden Fall sein Glück. Warum?
Ich würde es ja absolut triggern, wenn ich sehe, wie weit diese Monitore auseinander hängen. Und ja, ansonsten, ich glaube, das Zimmer brauche ich euch jetzt wirklich nicht groß zu erklären. Da gab es letztens erst ein Video drüber. Könnt ihr euch nochmal alles reinziehen, da gehe ich nochmal auf alles genau ein. Aber ansonsten, kurz mal überfliegen. Hier ist mein Schreibtisch, PC, 4 Monitor-Setup, Kamera 1, 2, 3. Damit ich eine Seitencam habe, eine Frontcam. Eine Cam, die auf den neuen Racing-Simulator filmt. Dann habe ich hier jetzt meine YouTube-Play-Buttons. Der 1-Million-Button jetzt neu. Absolut fresh, sehr, sehr geil. Das wäre ein Traum. So einen in der Wohnung hängen zu haben, das wäre so geil. Dann hier noch den ganz alten 100K-Button. Kleinen Kühlschrank, wo auch Getränke drin sind, wenn man mal im Stream was haben möchte. Hier ist noch ein Fernseher, wo by the way übrigens immer noch so leichte Flecken drauf sind. Ich glaube, das ist von der Bierdusche, von einem 1-Million-Ding. Hier von Timo Tisi. Ja, so ein Ding ist das. Dann habe ich hier noch wieder diese Lärmschutzteile. Kleines Slowboard. Level Up, mein Partner, sehr gerne abchecken. Muss auch immer griffbereit für den Stream sein. Ansonsten, die Trikots bin ich in einem anderen Video nochmal detailliert drauf eingegangen. Alle original unterschrieben, auch sehr nice. Und dann hier noch für Gäste, wenn die mal im Hintergrund chillen wollen vom Stream, gibt es hier noch eine entspannte Couch, wo auch Timo von den Tees zum Beispiel immer drauf pennt. Und ja, dann haben wir da noch eine kleine Kommode, da ist noch Kamera 4 hinten in der Ecke, das ist diese krasse Zoom-Kamera und ja, das ist tatsächlich von Anfang an so geblieben. Mein GB-Schild aus Nanoleafs, sehr nice, auch echt sieht cool. Geil aus. Ansonsten habe ich hier noch, das ist echt sehr cool, eine Schallschutzdecke, da sind so diese kleinen, wie so Käselöcher drin und dahinter ist Schaumstoff und dadurch, hier halt es echt gar nicht drin, das ist echt richtig nice. Ja, dann hier noch wieder Shisha-Ecke, wo die Köpfe gebaut werden. So eine kleine Kommode. Und ja, das ist mein Gaming-Keller. Ja, hier der Playseat aktuell ab. Bro, du musst hochschalten! So anstrengend, ne? Aber ja, das ist auf jeden Fall aktuell das. Okay. Ich weiß nicht. Ich feiere so Game-Seats gar nicht. Ich bin aber auch kein Rennspiel-Dude. Vielleicht deswegen, aber. Ich kenne keinen Menschen, der sowas aktiv nutzt. Ich kenne ein paar Leute, die so einen haben und der steht nur rum. Finde ich so waste irgendwie. Aber was mir hier auffällt, die Wand hinten sieht sehr geil aus. Mit diesem pixelartigen Design. Das ist das Highlight, hier werden so Runden gemacht. By the way, hier könnt ihr übrigens auch nochmal meinen Partner Display abchecken. Hier war ich ja richtig unzufrieden mit der Heizung, weil die echt scheiße aussah. Aber das sieht jetzt richtig stimmig aus mit den Racing-Displays. Sehr nice. Abchecken. Link ist drin. Okay, letztes Zimmer. Das ist so Waschraum, Vorratsraum. Weil ich keine Vorräte fällt mir gerade auf. Ich habe wirklich keine Vorräte, ich habe nur Getränke. Egal. Und Saunaraum. Habe ich euch, glaube ich, auch noch nie in einem Video gezeigt. Komm, ran, Freunde. Einfach eine Sauna. Danke, dass auch wieder saulaut ist. Was ich sehr feier, dass da auch eine Dusche noch unten ist. So aus. Und ja, hier seht ihr die wunderschöne Sauna. Die ist auch an. Gehen wir gleich rein. Machen uns einen entspannten Abend. Danach geht's noch in den Pool. Habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Das ist ein Sauna auch sehr unnötig. Meines Erachtens. Aber gut. Ich würde mir niemals eine Sauna ins Haus bauen. Niemals. Wirklich immer sehr, sehr. Entspannte Sessions, hier ist noch so ein kleines Regal, da stehen die ganzen Aufgussdinger drin. Hier sind eigentlich Handtücher, wenn ich die gewaschen hätte, perfekt. So zwei Alibi-Pflanzen, hier ist noch so ein Bild. Ja, da wird man auch, wenn man aus der Sauna rausguckt, natürlich auch hier ein bisschen die Winterlandschaft hat. Und ja, hier eine wunderschöne Holzsauna von der Firma Klaffs, die hat mir hier eine angefertigt. Mit einer schönen Glasfront auch. Zwei Liegebänke, alles geil beleuchtet mit Sternhimmel, das ist der Wahnsinn. Ich zeige euch das, ne? Ihr könnt hier alles Touchscreen-mäßig halt steuern und wenn ich die anderen Sachen ausmache, das ist wirklich Vogelwild. Wenn okay, das sieht nice aus. Nur der Sternhimmel an ist, aber es ist jetzt, glaube ich, aktuell ein bisschen zu dunkel, deshalb machen wir den Rest mal wieder an hier. Zack, zack, aber mit Sternhimmel musst du wirklich aufpassen, da schläfst du ein. Das ist wirklich ganz krass. Ansonsten haben wir hier noch eine Dusche,
Die haben wir hier noch hingemacht. Ist eigentlich auch ganz cool so. Die steht hier auf so einem kleinen Podest, ne, damit es halt funktioniert. Ich habe keine Ahnung davon, halt. Damit es funktioniert, damit man da sich so duschen kann, keine Ahnung. natürlich für die Sauna. Hier ist noch so ein kleines Sitzding, wo man sich hinschillen kann. Und ja, hier ist jetzt so der sehr unspektakuläre Part. Hier sind T-Shirts von mir, hier ist so mein Waschzeug. Ja, ich wasche selber. Ist das gut? Nein. Also, es funktioniert so halbwegs, aber bei mir ist es so. Können wir gerne in die Kommentare schreiben, für die, die gerade bei ihren Eltern ausgezogen sind. Mein Grind ist wirklich 4 Wochen lang nicht waschen, in der Zeit alles anziehen, was man hat, und dann 2 Tage lang einmal alles waschen und dann den Kleiderschrank wieder voll machen. Das ist mein Grind. Deshalb liegen jetzt hier aktuell so die Sachen da hinten. Okay. Einmal die Woche, Ende. Das zeige ich euch jetzt nicht, da sind noch so ein paar Regale drin, also da geht es noch einmal um die Ecke. Da sind halt so, sowas so. Die Kalkdinger, was man halt hat. Oder Scheißpapier, keine Ahnung. So, solche Sachen stehen da halt drin. Und da ist halt so meine Technik. Internet. Ja. Und Waschmaschine. Ja, Freunde, das war's mit meiner Haustour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. So sehr nice. Riesentour. Aber echt so wild. Ich würde die Bude natürlich auch nehmen, weil ich sie unfassbar schön finde. Aber ein paar Sachen würde ich halt doch anders machen, sag ich euch ehrlich. Aber im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, ist auf jeden Fall sehr nice. Und da wird ihm auch einfach mal gegönnt.